Guter Luftsprung. Oh, er hat es da draußen wirklich drauf. Was glaubst du, was sein nächster Trick sein wird? Lass mich einen Moment nachdenken. Weißt du was, ich wette, er versucht einen Backflip und vielleicht, oh je, endet er mit einem Sky Wheelie. Ja. Digga, wenn er das durchzieht, wird es episch werden. Und ein riesiger Backflip von Max D. Sieht so aus, als würde Max D seinen nächsten Trick vorbereiten. Ich mach das. Bei seiner Landung stieß er gegen die Rampe. Oh je, ist er in Ordnung? Oh je! Es geht ihm gut. Ein weiteres tolles Rennen von Max D. Tolles Rennen, Max D. Danke, El Toro. Gut gemacht, Max. Oh, hey. Bist du okay? Ja, alles gut. Völlig in Ordnung. Oh, gut. Gut. Hey, morgen ist wieder ein großes Ereignis. Wir sollten uns besser ausruhen. Stimmt. Wir sehen uns morgen beim Training. Juhu! Ja! Juhu! Nice! Sieht aus, als bräuchtest du ein paar neue Stoßdämpfer, Max D. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Flicken Sie mich einfach zusammen, ich komme schon klar. Nun, so einfach ist das nicht. Wir haben diese Nitro-Dämpfer nicht vorrätig. Wir können doch einfach welche bestellen, oder? Ja klar. Ich kann es versuchen, aber die Sache ist die... Super. Das bleibt unter uns, okay? Ich will nicht, dass sich die Jungs Sorgen machen. Max D? Oh, hey! Ich lasse mich nur kurz durchchecken, vor der Veranstaltung heute Abend. Max, ich weiß, du willst heute Abend fahren, aber wenn du verletzt bist, solltest du dich wahrscheinlich ausruhen. Ich komme schon klar. Der Chef hat alles im Griff. Hey Leute, schlechte Nachrichten. Die neuen Stoßdämpfer werden erst morgen geliefert. Ich werde die Stoßdämpfer abholen und sie vor dem Wettbewerb heute Abend zurückbringen. Chef, wie weit ist das Ersatzteillager entfernt? Ach, vergiss es, Digga. Du wirst es nie rechtzeitig schaffen. Oh. Es sei denn, du fährst über die Brücke in der Nähe der alten Mine, aber man muss sehr vorsichtig sein. Und Vorsicht vor den herunterfallenden Steinen! Wir werden es schaffen. Wow, Zeit für einen Reifenwechsel. Hoppla, wie wär's mit einem Fahrrad? Juhu! Juhu! Oh, ja, Baby! Entschuldigung, vorbeifahrend. Keine Brücke? Kein Problem. Oh, ich hab's geschafft! Ganz ruhig. Hoppla, vorsichtig. Wow! Kompetenz auf zwei Rädern vom Feinsten. Ich kann es nicht glauben. Grave Digger? Die Stoßdämpfer sind für Sie? Für einen guten Freund von mir. Laden wir Sie auf. Okay, alles klar. Guten Abend, Leute. Und willkommen bei Monster Jam. Wir haben heute Abend ein aufregendes Ereignis für Sie.
Ach, das soll wohl ein Witz sein. Sieht so aus, als gäbe es ein Update für die Aufstellung von heute Abend. Leider ist der bei den Fans beliebte Gravedigger, er ist sozusagen verschwunden. Ich hoffe, er ist okay. Aha, ich habe eine Idee. Oh, hallo, Rampe. Für diesen Sprung braucht man definitiv viel Luft. Hier ist noch nichts verloren! Monster Air! Oh, das wird eine Spur hinterlassen. Entschuldigung? Wow! Ja! Oh Mann, das hat Spaß gemacht. Wow, 7, 8, 9. Ich glaube, mir wird schlecht. Wenn das jemand schafft, dann dein Kumpel Gravedigger. Da war dieses eine Mal... Hey, hey, ich habe eine Sonderlieferung hier für einen, Max D. Digger, du hast es geschafft. Und nun unser letzter Truck des Abends. Maximum Destruction. Hey, Gravedigger. Du solltest da draußen sein, nicht ich. Auf keinen Fall, Max. Du bist dran. Hey, lass uns zusammenfahren. Max, es wäre mir eine Ehre. Wartet eine Minute, Leute. Ich habe gerade erfahren, dass Max D nicht der letzte Truck der Nacht ist. Es sieht so aus, als würden heute Abend 2 Trucks den Wettbewerb abschließen. Herzlich willkommen, Gravedigger! Packen wir es an. Showtime, Baby! Hey, Gravedigger. Danke. Hey, Max. Das ist es, was Freunde tun. Weißt du, das war wirklich eine Sonderanlieferung. Du scheinst schockiert.